Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir haben einen Neuzugang und zwar einen alten Feuerwehranhänger und den möchten wir gerne anmelden und wir haben keine Papiere. Da werden wir euch ein bisschen mitnehmen, weil wir müssen ein paar Sachen umbauen, dass wir TÜV bekommen und wir werden alles so machen, dass der Originalzustand unberührt bleibt, also alles ein bisschen clever drumherum bauen, dass wir da nicht am Rahmen rumbohren, rumschweißen oder ähnliches machen müssen. So, im ersten Teil werden wir euch den jetzt vorstellen, euch erklären, was ihr machen müsst, um den Hänger anzumelden. Und je nachdem, was wir noch alles machen, werden wir noch weitere Videos nachschieben. Viel Spaß beim Zuschauen! Wir haben diesen alten DDR-Anhänger gekauft. Der wurde in Görres gebaut. Man kann vorne und hinten die Türen aufmachen. So, und jetzt ist hier der Innenraum. Wir wollen den für die Post nutzen und zum Campen. Alles, was wir umbauen müssen, machen wir so, dass der Originalzustand nicht verändert wird. Das heißt, alles kann zurückgebaut werden. Schauen wir mal hinten rein. Hier war die Motorpumpe und die konnte man hier so rausziehen. Hier waren die Schläuche und die konnte man hier auch rausziehen. Ja. Ups. Oben rechts ist hier noch ein Staufach. Den kann man auch rausziehen. Und konnte man da Geräte und so reinschieben und dann immer rausholen. Und ganz oben waren die Schläuche, die Saugrohre drinnen. Hier, wo die Pumpe war, machen wir ein Regal, was wir so und so zurückziehen können wie bei der Motorpumpe. Und es soll auch genauso arretieren wie die Pumpe, damit es nicht umkippt. Und rechts, wo der Schlauch war, machen wir auch ein Regal auf die Schiene. Aber genau so, dass nichts verändert werden muss. Wie wir die Rohrhalter nutzen, wissen wir nicht, aber da fällt uns schon was ein. Aber das seht ihr in den Videos, was wir umbauen, zeigen wir euch dann. So, und wir gucken uns jetzt an, was kaputt ist. Weil da muss er erstmal zu Deka, dass wir den angemeldet kriegen. So, wir machen jetzt mal die Tür zu. Tür ist die. Und dann die. Als erstes fehlt hier unten der Kennzeichenhalter. Und die Kennzeichenbeleuchtung ist auch Vorschrift. Rechts der Dreieckstrahler ist kaputt. Und links der fehlt komplett. Die haben wir natürlich schon mal bestellt. Dreieckstrahler sind schon mal 4. Da ist nur bei der Bestellung was schief gelaufen. Oder Papa hat nicht aufgepasst und hat zu viel bestellt. Das sind die Kennzeichenleuchten.
Das ist auch Vorschrift. Muss man haben. Ja, zwei Stück, eine rechts, eine links. Die Seitenstrahler muss der Hänger an sich nicht haben, weil er so alt ist, dass er noch ohne sein darf. Wir haben aber selbstklebende, also machen wir sie einfach dran. Und auch da müssen wir nicht in den Rahmen bohren. Dasselbe gilt für die weißen. Als erstes bauen wir die Rückleuchten ab. Das Blech für das Kennzeichen soll dahinter geschraubt werden, dass wir einen Hänger nicht rumbohren müssen oder so. Und übrigens, viele fragen uns auch, wie man so einen Hänger ohne Papiere angemeldet kriegt. Als erstes müsst ihr mit dem Vorbesitzer zur Zulastungsstelle und der muss eine eidesstattliche Versicherung abgeben, damit das der Hänger nicht geklaut ist. Dann wird eure Fahrgestellnummer überprüft, ob die schon vergeben ist. Ist die Nummer schon vergeben, bekommt ihr eine neue. Wenn nicht, könnt ihr die behalten. Erst dann könnt ihr zu Dekra und den Hänger abnehmen lassen. Natürlich wollen die wissen, wie schwer der Hänger ist. Deshalb haben wir heute auf der Deponie den Hänger wiegen lassen und ein Protokoll ausdrucken lassen. Da wir kein Kennzeichen haben, haben wir die Fahrgestellnummer draufschreiben lassen. Mit dem Wiegeprotokoll und den Hänger fährt er dann zu Dekra. Und den nehmen die hoffentlich ab. Noch was Wichtiges. Dieser Hänger kann eigentlich 900 Kilo wiegen. Das ist aber nicht erlaubt, weil er keine Bremse hat. Feuerwehren dürfen das noch, aber Privatpersonen nicht mehr, da der Hänger dann auf 750 Kilo abgelastet werden muss. Da wir ja bloß unsere Forstmaterial dort reintun wollen und der Hänger leer 400 Kilo wiegt, können wir noch 350 Kilo einladen. Für ein paar Kanister und Kettensägen und Camping ist es genug. Für uns zumindest. Und jetzt fangen wir an und bauen die Kennzeichenträger, damit wir hinten noch die Stützen runtergemacht haben, damit er nicht umkippt. Hier oben ist noch ein Reserverad und Platz für ein paar Kanister. Das war's mit dem ersten Teil des Videos. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Oder unterstützt uns nochmal mit einem Abo. Im zweiten Teil werdet ihr dann sehen, wie ich den Kennzeichenträger baue und anbaue. Und noch so die Reflektoren. Alles, was so notwendig ist für einen TÜV. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Gute Nacht, bis morgen!